Herzlich willkommen zum zweiten Video in der dritten Woche von Software Engineering Praxis. Jetzt geht es um den Product Backlog. Der Product Backlog ist eigentlich eine Erfindung von Schwaber und Sutherland. Ein wichtiges Element in Scrum. Und wir versuchen ja in diesem Semester Scrum-Prozess durchzuziehen. Ich lese mal kurz vor, was in der Version, die zumindest letztes Jahr noch gültig war, vom Scrum-Guide stand, was der Product Backlog ist. Also das Product Backlog ist eine geordnete Liste von allem, was in dem Produkt benötigt werden könnte. Es ist die einzige Quelle von Anforderungen für jedwede Änderung am Produkt. Der Product Owner ist für das Product Backlog verantwortlich, inklusive dessen Inhalte, Bereitstellung und Reihenfolge. Also letztendlich ist das unsere zentrale Informationsquelle. Die Preisfrage ist jetzt, wie entsteht der Product Backlog? Also was macht der Product Owner eigentlich den ganzen Tag? Oder den halben Tag, er macht ja 50% seiner Zeit, redet er mit den Stakeholdern und die anderen 50% seiner Zeit mit dem Team. Das wäre so eine ideale Verteilung. Aber also wie entsteht das? Wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht mal physisch kann der Product Backlog unterschiedlichste Gestalt haben. Im ganz einfachen Fall nehmen Sie einfach ein Whiteboard und Haftnotizen sind Ihre Anforderungen. Dann haben Sie alle Anforderungen an einem Whiteboard gesammelt und lassen die zum Beispiel Ihr Taskboard rüberlaufen. Das ist die aller einfachste Form. Man kann, oder was ich sehr häufig gesehen habe, ist so ein Product Backlog in Form eines Excel-Sheets. Hat verschiedene Vorteile. Ich gebe gleich noch eine Demo, was Ihnen das hilft als Excel-Sheet. Und was wir auch machen werden, ist, dass man Teile des Product Backlogs zumindest als Ticket in einem Ticket-Management-System macht. Also wir nehmen sozusagen für eine User-Story, das ist ein Beispiel für eine Anforderung, die schreiben wir als Ticket in unser GitLab rein. Und das hat dann den großen Vorteil, dass man zum Beispiel für jedes Ticket einen Feature-Branch machen kann und man kann dann Merge-Requests stellen und so weiter. Also das heißt, da können Sie wirklich eine strukturierte Abarbeitung von jeder Anforderung organisieren mit Hilfe von GitLab-Tickets. Was man darüber hinausgehend auch noch machen kann, ist, es gibt also sehr professionelle Requirements Engineering Werkzeuge. Also die Sachen, die ich Ihnen bisher vorgestellt habe, das Zeug streikt natürlich, wenn Sie anfangen, 2.000, 3.000 oder 5.000 Requirements zu haben. Da brauchen Sie Werkzeuge wie zum Beispiel Doors, also um dann wirklich große Requirements-Mengen zu managen, zum Beispiel alle Anforderungen an ein neues Elektroauto. Da kommen Sie mit dem Excel-Sheet nicht allzu weit. Okay. Schauen wir mal rein. Was ist denn jetzt der Product Backlog genauer? Es gibt ein wunderbares Video, das würde ich Ihnen dringend empfehlen, vom Henrik Knieberg, Agile Product Ownership in a Nutshell. Ich habe das in die Kommentare reingepackt, noch den Verweis. Ich habe hier aus Urheberrechtsgründen keinen Screenshot gemacht, sondern habe hier mal so eine Idee daraus kopiert, mal mit meinen eigenen Grafiken. Also, der Product Owner redet am Ende mit allen Stakeholdern. Das heißt, der Product Owner denkt sich die Requirements natürlich nicht selber aus oder in vielen Fällen nicht selber aus, sondern der hat auch Kunden, der hat Benutzer, der hat eine riesengroße Menschenmenge, die er eventuell sozusagen filtern, fragen, moderieren muss. Und aus denen muss der Product Owner Kraft seines Amtes die Anforderungen an das Produkt rauskriegen, die Priorisierung rauskriegen, die Schwerpunkte rauskriegen, die Reihenfolge entscheiden, wann was gebaut wird. Und er muss natürlich aus seinen Stakeholdern auch den Wert einzelner Requirements rauskriegen. Das heißt ja, man sollte die wichtigsten Requirements zuerst bauen. So, was macht er zuerst? Erstens, er verwirft auch aktiv. Also das heißt, Sie können eh nicht alles bauen, was Ihnen gesagt wird. Und die Kunst gerade am Anfang eines Projektes besteht darin, so ein Minimal Viable Product oder Minimal Marketable Feature Set zu finden. Also das kleine Etwas, was Sie vielleicht schon liefern können, für das Sie erstes Feedback kriegen, was aber natürlich noch nicht perfekt ist. Aber dafür haben Sie es schnell. Also schnell was Kleines, dafür Feedback. In unseren studentischen Projekten schaffen wir nicht mehr als dieses kleine Etwas, das wir liefern können, weil wir haben nicht so viel Budget oder nicht so viel Zeit, was zu machen. Und gerade da ist es besonders wichtig, auch Nein zu sagen. Also der Product Owner sagt aktiv Nein und verwirft Requirements und sagt, nee, das ist, machen wir irgendwann in 3000 Jahren. Das ist ja, also dieses Vertagen ist ja eigentlich schon fast ein Verwerfen. Oder sagt, nee, das ist jetzt out of scope, das gehört in ein anderes Produkt rein, das machen wir nicht. Also dieses Verwerfen ist ganz wichtig, denn wenn Sie nicht verwerfen würden, würde Ihr Product Backlog irgendwann einfach platzen oder die Requirements liegen da 5 Jahre drin rum. Das wäre alles Mögliche, aber nicht agil. Okay, was machen Sie? Normalerweise starten Sie häufig mit sehr, sehr groben, vagen Anforderungen. Also
Themenbereichen, Feature-Mengen. Also wenn Sie mit User Stories arbeiten, heißen so ganz vage Sachen, könnte man als Themes bezeichnen. Dann so etwas feinere Sachen schon als Epics. Dann gibt es verschiedene Werkzeuge, die die Epics noch weiter in Features zerteilen und die wieder in User Stories und so weiter. Also gibt es so eine Art sozusagen stufenweise Verfeinerung von Requirements. In der Literatur finden Sie häufig Epic und User Story. Und wie gesagt, am Anfang starten Sie mit sehr groben Sachen. Grobe Sachen sind noch weit von der Implementierung entfernt, weil noch die ganzen Details fehlen. Und jetzt fangen Sie an, im Laufe des Prozesses einfach Details hinzuzufügen. Das heißt, es fängt also eigentlich eine Informationsanreicherung statt, solange das Requirement im Product Backlog liegt. Das heißt, es kommen immer mehr Informationen hinzu. Je näher der Tag der Implementierung rückt, desto mehr Informationen sind drin. Und desto feiner wird das auch. Also das heißt, in dem Prozess von hier, es kommt in den Trichter rein und hier plumpst hier hinten an das Team raus, fangen sie auch an, große Epics in viele kleine User Stories zu zerteilen. Oder sie rekombinieren Mengen von User Stories zu anderen User Stories. Also es ist keineswegs ein kompletter Dekompositionsprozess oder sowas, sondern auch ein Rekombinationsprozess. Also es findet Informationsanreicherung statt, es findet eine Zerteilung statt, sodass Sie hier hinten, also quasi am Ende des Trichters, bei sehr feinen Requirements landen, die Sie innerhalb eines Sprints, einer Iteration bauen können. Vielleicht sind die sogar so fein, dass man, sagen wir mal so, also es muss auf jeden Fall in der Iteration fertig sein. Die Tasks, die man dann daraus schneidet, also die Bauaufträge, die sollten dann nicht teurer sein wie ein Bearbeitertag. So, und dann portionieren Sie das. In Scrum machen Sie wirklich so Portionen von Requirements, die Sie dann dem Team draufschmeißen. Also die Portion ist immer genauso groß, wie das Team in einem Sprint schaffen kann. In Kanban würden Sie es einfach so einen kontinuierlichen Fluss an Requirements erzeugen, die sozusagen aus dem Product Backlog in das Team hineinfließt und am Ende vom Product Backlog ist sozusagen der Priorisierungsprozess drin. Also wichtig zu wissen nochmal, Sie können sich den Product Backlog wirklich als Trichter vorstellen, ganz vage, grobe Requirements oben rein, Informationsanreicherung und dann fallen hinten raus Portionen oder ein kontinuierlicher Strom an feinen Requirements raus, die dann genug Informationen enthalten, dass das Team auch weiß, was es zu tun hat. So, wie kann so ein Product Backlog jetzt aussehen? Dazu ein Beispiel in Excel. Vielleicht die erste Preisfrage, bevor ich jetzt in die Details gehe, warum überhaupt Excel? Da ist der Grund ein ganz einfacher. Wenn Sie ein spezifisches Requirements Engineering Tool verwenden würden, müssten sich die Leute einarbeiten, sich einlesen und mit dem Tool arbeiten können. Das lohnt sich genau dann, wenn die Leute sehr viel Zeit mit dem Requirements Engineering verbringen. Wenn Sie Leute Gelegenheitsbenutzer haben, und eher kleine Requirements-Mengen, das ist jetzt wichtig, also 10.000 Requirements kriegen Sie damit natürlich nicht hin, dann bieten sich Office-Werkzeuge an. Also das heißt, Sie nehmen aus dem LibreOffice die Tabellenkalkulation oder Sie nehmen jetzt aus das Excel oder ein anderes Werkzeug, um Tabellen zu verarbeiten. Damit kriegen Sie zumindest so einige hundert Requirements noch ganz gut verarbeitet. Was kann man mit so einer Tabellenkalkulation machen? Also warum nicht einfach ein Word-Dokument? Dazu vielleicht ein paar Ideen. Erstens, wenn Sie eine Anforderung reinschreiben. Ich mache hier mal, jede Anforderung ist hier eine Zeile. Also ich markiere das mal. Also das könnte eine Anforderung sein, die Sie an das System stellen. Dann, was kennzeichnet so eine Anforderung? Erstens, Sie haben hier, ich markiere das mal, hier mit der Maus. Jede Anforderung hat eine ID, also dass ich sie eindeutig identifizieren kann. Vielleicht ziehen wir die Sache nachher ins GitLab rüber, dann ist sozusagen die ID die Ticketnummer, wo sozusagen das Requirement dann als Ticket repräsentiert ist. Erstellungsdatum schadet gar nicht, denn dann können Sie nämlich einen Alterungsprozess simulieren. Das heißt, Sie können sagen, Mensch, das Requirement ist schon 3 Jahre alt, dann löschen wir es einfach zum Beispiel. Also Sie sehen ja, wie lange lag das, Sie können messen, wie lange lag das Requirement in Ihrem Product Backlog. Und das gibt gewisse Aussagen darüber, zum Beispiel wie lang der Prozess vom Funkeln im Auge des Kunden bis hin zu Kunde hat Feature in der Hand ist. 3 Jahre ist offenbar zu lang. Dann beschreiben Sie das Requirement. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Formen dafür. Also man muss jetzt nicht zwingend User Stories machen. Ich habe hier mal versucht, eine User Story zu formulieren. Die hat so ein Standardformat. Dazu gibt es natürlich noch mal ein eigenes Video. Sowas wie als Professor will ich eine Übersicht über alle Partner haben, um Workshops mit allen Partnern zu planen. Was sehen Sie da? Ich weiß, welche Persona was macht.
der Professor, also dazu müsste ich natürlich eine Persona definiert haben vorweg, kann, oder ich nehme eine Benutzerrolle oder sowas. Ich darf aber nicht schreiben, so als User will ich, das ist zu unspezifisch, sondern entweder Benutzerrolle oder Persona, wie gesagt, dann der sozusagen die Funktion, das Feature, was man verwenden will, also was will ich mit dem System erreichen, also in dem Fall die Übersicht über die Partner haben und als letzter Nachsatz kommt, warum will ich das erreichen? Was ist der geschäftliche Mehrwert davon? Ich muss ja irgendwann Informationen haben, um das Requirement zu präzisieren. Und der geschäftliche Mehrwert ist da, ich kann Workshops mit Partnern planen und da kann ich mir jetzt sozusagen bei der Strukturierung meiner Requirements überlegen, wie wichtig ist es, diese Workshops mit Partnern zu planen. Ist es sehr wichtig, dann baue ich sofort. Spielt es eigentlich keine Rolle, dann baue ich es vielleicht sehr viel später. Dann fange ich an im Laufe der Zeit. Das ist so das, was gerade das Thema Akzeptanzkriterien, das wächst im Laufe der Zeit. Ne? Also das heißt, jetzt kann ich sagen, bei Akzeptanzkriterien könnte ich jetzt reinschreiben, ich hätte gerne alphabetische Liste aller Partner, Liste nach Umsatz, vielleicht kann ich reinschreiben, wichtige Partner rot hervorgehoben und so weiter. Also das heißt, ich schaue bei den Akzeptanzkriterien eigentlich Details rein, die ich jetzt so in der User Story nicht untergekriegt habe. Ich kann Sonderfälle und Testfälle und solche Dinge als Akzeptanzkriterien formulieren. Ich kann sagen, der Professor soll auch eine Liste mit gar keinem Partner sehen können. Oder was passiert, wenn die maximale Partnerliste überstiegen ist? Also all die Sachen, also Testkriterien und weitere Details zu den Requirements, die formuliere ich als Akzeptanzkriterien rein. Also das heißt, der Block wird im Laufe der Zeit immer größer und der hilft, gibt dann noch Hilfe dazu, falls es ein zu großes Requirement ist, das dann ein kleinere zu zerhacken. Da kann ich jetzt ja hier zum Beispiel Akzeptanzkriterien nutzen und sagen, ja, die alphabetische Liste baue ich als ein Requirement und die Liste nach Umsatz als zweites. Ne? Also das wären sozusagen Kriterien zum Schneiden. Beschränkungen sind so ganz klassische Sachen, Rahmenbedingungen, die ich mich halten muss. Sie sehen hier vielleicht unten drunter zum Beispiel, gilt die DSGVO und ich darf vielleicht Daten nicht löschen oder ich muss sie löschbar halten oder sowas. Outer des Requirements brauche ich natürlich, weil ich sehen, fragen will, Benedikt, was hast du dir dabei gedacht oder was meinst du damit? Ich kann hier einen Status formulieren, das heißt, offen könnte bedeuten, das muss ich mir halt im Team überlegen, was ich damit meinen will. Sowas wie Benik hat das reingeschrieben, aber es ist noch nicht abgestimmt. Und jetzt könnte ich also sagen, na, Benik hat es jetzt abgestimmt mit allen anderen Stakeholdern, dann geht das Ding in Zustand abgestimmt über. Also mit der Liste kann dann der Product Owner wirklich arbeiten und dann würde ich Stück für Stück durchgehen und gucken, wo fehlen ihm noch Informationen. Und er kann in Pflege-Workshops zusammen mit dem Team, so diesen Backlog-Refinement-Workshops, kann er dann auch sozusagen einfach die Stati von den Requirements durchgucken und sagen, ist das jetzt eine Einzelmeinung oder meinen alle anderen das auch? Was kann ich noch reinschreiben? Ich kann priorisieren, das zeige ich hier mal. Must, could, should kann man machen, also das Musco-Schema. Ich kann auch Geschäftswert verwenden, also irgendein Kriterium, nach dem ich priorisieren kann. Und ich kann mir hier schon mal überlegen, in welchem Sprint kann ich es vielleicht machen, dass ich schon mal eine grobe Übersicht mache, obwohl ich natürlich den nächsten Sprint erst plane, wenn der andere gerade vorbei ist, aber dass ich mir schon mal grob strukturiere, wann, in welchem Sprint kommt es ungefähr, damit ich dem Kunden Aussagen machen kann, wann er sein tolles Feature denn auch wirklich kriegt. So, jetzt bin ich die Frage offen geblieben, warum jetzt denn Excel für so eine Requirements-Liste? Das kann ich Ihnen demonstrieren. Das Hübsche an Excel ist, Sie können das jetzt nach jedem beliebigen Kriterium sortieren. Ich mache das hier mal, ich markiere das hier mal alles. Also ich habe hier mal so 20 Beispiel-Requirements gebastelt und jetzt sortiere ich das. Ich sortiere das nach, nehmen wir mal Start, Sortieren und Filtern, benutzerdefiniertes Sortieren und ich hätte es gerne nach ID sortiert. So. Zack. Und jetzt habe ich jetzt einfach die Requirements nach der ID sortiert. Oder ich kann filtern, das ist auch ganz interessant. Ich kann hier sagen, gib mir doch bitte nur die Requirements, die der Beneken aufgeschrieben hat und alle anderen nicht. Das ist ein sehr nützliches Feature. Also das heißt, Sie können das nach Autor zum Beispiel filtern. Oder was vielleicht noch spannender ist, Sie sagen, naja, also die ganzen CUT und SCHUT Requirements interessieren mich jetzt mal gerade gar nicht. Ich will nur die Must-Kriterien sehen, weil das sind wahrscheinlich die, die ich im nächsten Sprint berücksichtigen muss. Oder ich sage, naja, ich mache einen Requirements-Workshop und sage, gib mir hier alle offenen Requirements, die ich nochmal, für die ich die Details haben muss. Also das Filtern ist extrem nützlich in der Tabellenkalkulation, so dann kriegen Sie schnell Überblick über viele Requirements. Es gibt dann noch die Möglichkeiten,
mehrere Zahlen zu einer zusammenzufassen. So könnte man sozusagen die hierarchische Struktur noch einbauen. Das können Sie aber auch im Grunde mit verschiedenen Tabellenspalten emulieren, dass man hier einfach noch sagt, Beschreibung von dem Requirement und eine Kategorie oder sowas, und dann kann man noch eine Kategorie bündeln. Also je mehr Requirements es werden, je länger diese Excel-Liste wird, desto weniger handhabbar wird sie natürlich, und dann müssen Sie immer da mit Strukturierungsmitteln eingreifen, wie so Priorität, Autor, Kategorie oder sowas. Okay, das war mal ein Product Backlog am Beispiel eines Excel-Sheets. Allerspätestens in dem Sprint-Planungsmeeting nehmen Sie die Requirements, die Sie für den nächsten Sprint herausgenommen haben, und machen daraus dann Tickets in Ihrem Ticket-Management-System. Warum? Sie wollen aus Ihrem Ticket wahrscheinlich einen Feature-Branch entwickeln, weil Sie die Qualitätssicherung davon brauchen können. Und Sie wollen vielleicht zu jedem Requirement auch einen Merge-Request machen, sodass Sie das Requirement und die Code-Reviews und dazu auch den betreffenden Code verwalten können. Das Hübsche, wenn Sie so eine Konstruktion wählen können, dass Sie wirklich so mit Feature-Branches, Merge-Requests arbeiten, können Sie wirklich am Sprintende sagen, die Features merge ich rein. Das sind nämlich die, die der Product Owner abgenommen hat, und die anderen, die merge ich nicht rein. Also bietet es sich total an, die Requirements als Tickets zu formulieren. Und da können Sie nämlich auch alle Detailinformationen, die Sie dann kurz vorm Sprint noch erfahren oder während des Sprintes erfahren, schreiben Sie dann alle in das Ticket rein. Oder wenn Sie UML-Bilder malen, kommen die ins Ticket rein. Wenn Sie ein Foto machen oder Wireframes machen, können Sie die alle an das Ticket dran kleben. Sie sollten natürlich auch noch eine strukturierte Ablage in Ihrem Wiki oder an anderer Stelle haben. Aber diese Tickets sind eigentlich ein ganz, ganz gutes Handle, um sozusagen alle Informationen, die eine Anforderung betreffen, halt an einer Stelle zu konzentrieren. Klappt natürlich nicht für beliebig verletzte Informationen, ist auch klar, aber hilft schon mal in den ersten Stellen. Was sich anbietet, ist in GitLab Label zu vergeben, dass man so die Requirements ein bisschen kategorisieren kann. Ich habe jetzt hier nochmal User Story und Epic als Label gemacht. Sie können aber dann natürlich auch so eine Komponentenbildung als Label machen. Also alles, was Sie so an Struktur im Excel-Sheet gesehen haben, das machen Sie in GitLab mit Labels nach. Und auch nach denen kann ich filtern. Ich kann mein Board für bestimmte Label machen und so weiter. Das habe ich Ihnen am Beispiel des Risk-Boards ja. Oder werde ich Ihnen noch am Beispiel des Risk-Boards demonstrieren. Okay. Was man dann überlegen kann noch, jetzt kann ich entweder das Requirement direkt managen in GitLab, also dass ich einfach das Ding über das Taskboard wandern lasse, oder ich mache mir noch Tasks zu dem Ticket. Das kommt aber dann in den nächsten Videos zum Thema Sprintplanung. Das kommt dann weit später im Kurs. So, das war's soweit zum Thema Requirements und Product Backlog. Viele Sachen kennen Sie eh schon aus vorherigen Vorlesungen. Sie haben sicherlich mal irgendwas über Software Engineering gehört. Das heißt, ich erspare Ihnen jetzt nochmal die ganze Requirements Engineering Story. Wichtiger Punkt ist hier aber, alles, was Sie über Requirements Engineering wissen, ob das jetzt agil ist oder nicht agil, können Sie weiter verwenden. Also diese Überschriften sind so ein bisschen irreführend. Also wenn Sie gelernt haben, mit Menschen zu reden, ist es völlig wurscht, ob Sie in einem agilen Projekt unterwegs sind oder das, was Sie erfahren haben, in eine Systemspezifikation aller V-Modell XT reinschreiben. Also das Requirements Engineering, also die wesentlichen Konzepte sind überall übertragbar, weil am Ende des Tages geht es immer darum, eine Menge von Sachverhalten zu sammeln, eine Menge von Stakeholdern zu befragen und daraus zu verstehen, was für ein System Sie bauen wollen. Okay, das soweit. Weiter geht's mit dem Rest der Team-Charter in den nächsten Videos, also Ressourcen und Risiken. Und die Verfeinerung des Product Backlogs und Details machen wir dann in den nächsten Wochen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.